Hallo und herzlich willkommen zu Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung rund um die schönen Themenbereiche Politik, Wirtschaft und Geld. Hier vom Frankfurter Börsenparkett von Ihrer ARD-Finanzredaktion. Eine sehr turbulente Woche neigt sich dem Ende entgegen. Eine Woche, in der immer wieder die Frage im Raum schwebte, wird es zu einer neuerlichen Banken- und Finanzkrise in dieser Welt kommen oder vielleicht doch nicht. In diesem Umfeld hat die Europäische Zentralbank gestern eine Zinsentscheidung getroffen. Es ist viel diskutiert worden. Wird sie den Fuß vom Gas nehmen, vielleicht die Zinsen doch nicht so stark erhöhen, wie man das eigentlich erwartet hatte? Aber nein, die EZB blieb genau auf Kurs und wollte offenkundig damit auch eine Beruhigungspille an die Märkte verteilen, mit dem Zeichen, dass man wie geplant die Zinsen um einen halben Prozentpunkt angehoben hat. Hat man auch signalisiert, wir nehmen die Turbulenzen an den Finanzmärkten und bei den Banken zwar ernst, aber wir haben immer noch die erste Priorität und das ist die Bekämpfung der hohen Inflation. In der Nacht, am Abend gestern dann die Nachricht, dass mit der First Republic Bank eine weitere US-Bank finanzielle Unterstützung braucht. Mehrere Großbanken in den USA haben sich zusammengetan und haben das Bankhaus mit einer Geldspritze, also mit frischer Liquidität versorgt. Es ist jede Menge passiert rund um die Banken und rund um die Finanzen, jede Menge Gesprächsstoff also, das Ganze aufzuarbeiten. Und das möchte ich jetzt mit Jochen Stanzel tun. Er ist Kapitalmarktexperte, Stratege bei CMC Market. Guten Morgen, Herr Stanzel. Wie ernst nehmen Sie die Situation? Machen Sie sich Sorgen vor einer Finanzkrise? Schönen guten Morgen, Herr Wolf. Also ich habe mir Sorgen gemacht, gerade aufgrund der Geschwindigkeit. Das ist ja wirklich wahnsinnig schnell alles gelaufen. Man muss sich nur bei der Silicon Valley Bank, wo das alles angefangen hat, nur vor 7 Tagen war das ja. Man ging vor 8 Tagen noch davon aus, das ist stabil, das ist alles in Ordnung. Quasi 1,5 Tage später war die Bank pleite. Das war die 16. größte Bank der USA. Es ist jetzt die 2. größte Bankenpleite in den USA innerhalb von nur so kurzer Zeit. Und das ist so eine Welle an Vertrauensverlust, die da über die Märkte geschwappt ist. Und sowas ist brandgefährlich, weil das dann auch von den kleinen Banken zu den mittelgroßen am Ende auch die großen betreffen kann. Also das ist eine sehr, sehr ernste Situation gewesen. Was heißt gewesen? Ist die Panik vorbei? Heute kann man in den großen Wirtschaftsgazetten ja von Panik und Vertrauensverlust gerade lesen. Ist da nicht die Gefahr auch sehr groß, dass weitere Panik geschürt wird? Also schüren wird natürlich, ist das genau Teil dieser Welle, die da schwappt. Dennoch ist jetzt vieles getan worden. Diese Liquiditätsspritze von den großen Banken wieder an die kleinen, Einschreiten von der Einlagensicherung, von der FDIC heißt die in den USA, auch vom Finanzministerium, der amerikanischen Notenbank, alle helfen mit, um genau diesen Vertrauensverlust, diese Welle zu brechen, einen Wellenbrecher zu machen. Meiner Ansicht nach ist so die erste akute Phase, so eine Liquiditätsproblematik erst einmal gelöst worden. Wenn man Bankaktien und Banken bewertet, dann kann man 2 Kriterien anlegen. Einmal die Liquidität einer Bank und das andere ist die Solvenz einer Bank. Bei der Liquidität geht es darum, wirklich ganz, wie viel Geld hat eine Bank, um quasi kurzfristig ihren Verbindlichkeiten und Verpflichtungen nachzukommen. Bei der Solvenz geht es vor allem um das langfristige Geschäft. Ist sie langfristig in der Lage, gegenüber ihrem Eigenkapital ihre Verbindlichkeiten zu decken? Und das, was wir jetzt gesehen haben bei der First Republic Bank, bei der Silicon Valley Bank, auch bei der Signature Bank und in gewisser Weise auch bei der Credit Suisse, wo es ja auch dann hier in Europa die große Bank getroffen hat, ist eine Liquiditätsproblematik gewesen. Und das ist jetzt im Fall der Credit Suisse durch die Nationalbank erst einmal behoben worden, in den USA durch verschiedene Maßnahmen auch. Das sorgt jetzt eben für diese Beruhigung, die wir haben. Aber offen ist immer noch, und das wird ein Thema sein für die nächsten Wochen, wie steht es mit der Solvenz? Weil die ursprünglichen Probleme, die uns ja zu diesem Liquiditätsproblem geführt haben, sind ja fallende Bewertungen von Technologieaktien, sind fallende Bewertungen von Staatsanleihen und sind eben auch, und das ist ein großes Thema, fallende Bewertungen am Immobilienmarkt. Wir sind ja immer geneigt, Parallelen zu ziehen, dann auch folgerichtig zu der Finanzkrise vor 15 Jahren. Mhm. Damals war ja eigentlich eines der Ausgangsprobleme, dass sich Banken untereinander kein Geld mehr leihen wollten. Das ist heute völlig anders, oder? Das ist definitiv anders. Also damals hatten wir tatsächlich
aufgrund der Problematiken am Immobilienmarkt. Deswegen muss man das jetzt auch wieder beobachten. Ist das jetzt so ein Zweitrundeneffekt, dass man da dann noch mal ganz genau drauf schaut? Gerade bei Gewerbeimmobilien in den USA, aber auch hierzulande sehen wir, dass eine Vonovia zum Beispiel auch andere Immobilienunternehmen deutliche Wertberichtigungen machen müssen. Und gerade in den USA hat man ja auch gesehen unter der Regierung Trump, dass es eben gerade für kleine und mittelgroße Unternehmen ein Zurückrollen der strikten Regeln, die man bei der Finanzkrise eingeführt hatte, gegeben hat. Donald Trump wollte ja die US-Wirtschaft stützen, indem man eben die, wie er sagte, zu hohe Bürokratie für die kleinen und mittelgroßen Banken abschaffte. Und das hat man abgeschafft. Und die sind wieder ins volle Risiko gegangen, haben eben Spekulationen am Immobilienmarkt wieder gemacht, auch Zinsspekulationen. Und das rächt sich jetzt. Und wenn man sich gerade die Eigenkapitalquoten der kleinen Banken in den USA anschaut, dann sind die bei fast null, also im kritischen Bereich. Und niemand weiß, wo eigentlich dieses Eigenkapital herkommen soll. Weil Eigenkapital bekomme ich als Aktiengesellschaft zum Beispiel über eine Kapitalerhöhung. Aber wenn die Aktienkurse abgestürzt sind, dann ist das erste Mal ein Problem. Also da muss man jetzt ganz genau drauf schauen, dass das auch gekittet wird, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Unternehmen, diese Banken dann am Leben zu halten. Rechnen Sie damit, dass weitere Hilfsmaßnahmen nötig sind? Ich nehme es an, dass zumindest jetzt, was die Liquidität angeht, hat man sich jetzt auf die First Republic konzentriert, um so eine öffentlichkeitswirksame Maßnahme zu machen. Die großen Banken haben ja der First Republic quasi Geld überwiesen, diese 30 Milliarden US-Dollar. Das ist aber erstmal Eigeninteresse, weil eine große Bank weiß auch, wenn die kleinen fallen, dann fallen die mittelgroßen und am Ende trifft es uns. Und das ist ja auch Geld, das die Amerikaner, die sich wirklich Sorgen machen um ihr Geld, haben jetzt innerhalb von wenigen Tagen ihre Kontoeinlagen quasi bei den kleinen und mittelgroßen Banken abgehoben, haben das zu den großen Banken getragen. Die tragen es wieder zurück zur First Republic. Es kann sein, dass es noch weitere Banken gibt, die ähnliche Maßnahmen erfahren werden, wo man sich einfach gegenseitig hilft, um eben auch das Signal zu setzen, es gibt jetzt einen Wellenbrecher. Es gibt keine Sorge, dass man sich sorgen muss um sein Geld. Zusätzlich gibt es eben eine Maßnahme, die die US-Notenbank jetzt eingeführt hat. Da haben jetzt Banken die Möglichkeit, einen einjährigen Kredit zu bekommen, in unbegrenzter Höhe, für die Einlage von Wertpapieren. Die können also ihre Staatsanleihen bei der amerikanischen Notenbank dort parken und bekommen dann zum Nennwert, den sie am Ende für diese Staatsanleihe bekommen hätten, bekommen sie Liquidität. Und das explodiert gerade. Das gibt es erst seit 2 Tagen. Vielleicht 3 Tage und es explodiert. Das sind fast 200 Milliarden Dollar dort jetzt schon geparkt. Und da ist natürlich auch eine Vielzahl von Banken, Namen, die wir gar nicht diskutieren, die das genau annehmen. Eine Maßnahme, wo man normal in einem normalen Umfeld sagen würde, das ist jetzt ein Problem bei der Bank, weil das hat sie angenommen. Zurzeit ist sowieso das Kind in den Brunnen gefallen und da bedienen die sich jetzt massiv und bekommen eben den Nennwert dieser Anleihen. Und das war ja genau das Problem bei der Silicon Valley Bank. Die musste ja diesen irren Notverkauf machen von Wertpapieren, von Staatsanleihen, die eigentlich sicher sind. Die mussten die unter Wert verkaufen, weil sie an Liquidität kommen wollten, also weil sie Geld. Diese Möglichkeit eben nicht hatten. Ja. Die Europäische Zentralbank hat die Zinsen im erwarteten Rahmen erhöht. Mhm. Es soll auch so eine Art Beruhigungspille gewesen sein im Hintergrund. Aber sind die ganz schön am Rotieren und haben auch gesagt, wir haben die Instrumente alle zur Verfügung, falls es zu Engpässen kommt. Sehen Sie die Europäische Zentralbank gerüstet, falls eine Krise voraus ist? Die Europäische Zentralbank hatte dieses, was ich gerade erklärt habe, schon länger intakt. Also die Banken im Euroraum haben die Möglichkeit, zum Beispiel Anleihen, wenn sie Liquidität benötigen, diese Anleihen bei der EZB zu parken. Das gab es ja gerade in den USA nicht. Das hat man diese Woche erst eingeführt. Also gibt es diese Möglichkeit quasi schon länger und wird jetzt auch eben genutzt. Also muss man da erstmal nichts neu machen, sondern einfach beobachten, wie stark wird das angenommen und gibt es vielleicht darüber hinaus auch noch mal Bedarf. Dennoch ist, glaube ich, die Situation, die wir jetzt in den USA haben, nicht 1:1 vergleichbar mit der Eurozone, eben aufgrund dieser Einrichtung mit dem Geldparken. Zum anderen haben wir hier in der Eurozone eben keine Deregulierung gemacht. Diese Zinsspekulationen, die hochriskanten, die in den USA die Banken gemacht haben, haben die europäischen Banken gar nicht machen dürfen. Also gibt es eigentlich das in erster Linie schon gar nicht das Problem. Dennoch muss man natürlich schauen, dass die Zentralbanken
sehr, auch die EZB zu spät gehandelt hat, die Zinsen dann zu steil angehoben hat. Und man weiß nicht so richtig, am Ende kommt da das dicke Ende noch, weil das vielleicht zu schnell gegangen ist. Aber in dieser Situation scheint eines vor allen Dingen zu zählen, und das ist Besonnenheit. Jochen Stanzel war das von CMC Market, Kapitalmarktexperte dort. Danke für Ihren Besuch auf dem Frankfurter Börsenparkett. Und da wir schon mal bei den Parallelen in Richtung Vergangenheit sind, in der vergangenen Finanzkrise war ein Land ganz besonders gebeutelt, das war Irland. Erst musste der Staat seine Banken stützen, dann musste die Gemeinschaft den Staat Irland stützen. Inzwischen hat sich das Land wieder deutlich erholt. Es steht besser da als andere im internationalen Vergleich. Die Inflationsrate liegt mit 8,5% etwas niedriger als in Deutschland. Die Arbeitslosenquote bei 4,3%, ein wenig höher. Aber das Wirtschaftswachstum, 12% Wachstum im vergangenen Jahr, das scheint ziemlich einzigartig in der Europäischen Währungsgemeinschaft zu sein und gibt auch Anlass für Fragen an Marc Lehnfeld von der Außenwirtschaftsgesellschaft Germany Trade and Invest, dort verantwortlich und Experte für Großbritannien und Irland. Schönen guten Morgen. Was macht Irland so stark? Was macht Irlands Wirtschaft so stark? Ja, guten Morgen, Herr Wolf. Man kann das relativ schnell zusammenfassen und man muss einfach sagen, Irland ist einfach wahnsinnig attraktiv für ausländische Investoren. Und ein ganz wesentlicher Faktor ist natürlich der Körperschaftssteuersatz. 12,5% müssen Unternehmen hier nur berappen, wenn sie ihre Gewinne in Irland besteuern. Es ist aber auch noch ein anderer Faktor, nämlich überhaupt die Möglichkeit, Gewinne nach Irland verlagern zu können. Das heißt, man hat ein sehr ausgeklügeltes System von Steuerabkommen mit anderen Ländern. Und deswegen sind die drei größten irischen Unternehmen auch Apple, Google und Microsoft, also nicht die üblichen Verdächtigen, die man so im Kopf hätte. Man muss insgesamt einfach sagen, Irlands Wirtschaftsleistung ist schlichtweg größer als die Wirtschaft selbst. Größer als die Wirtschaft selbst. Wie muss ich das verstehen? Das heißt, der Ire und die Irin am Ende der Nahrungskette hat gar nichts davon? Na, so genau, so kann man das eigentlich jetzt nicht unbedingt sagen. Es sind eigentlich zwei Effekte, für die ausländische Investoren sorgen. Einmal durch diese Gewinn- und Kapitalverschiebungen hat das natürlich einen extremen Einfluss auf das BIP. Das sind etwa 20% der Wirtschaftsleistung, je nach Aktivität eben der Investoren. Aber ganz deutlich muss man auch sagen, Irland ist kein Standort für Briefkastenfirmen, sondern die Investoren sorgen auch für ganz handfeste realwirtschaftliche Effekte. 12% der Beschäftigten in Irland sind tatsächlich bei ausländischen Investoren angestellt. Und Irland hat sich durch die Investitionen insgesamt gemausert zu einer Art Hightech-Standort, Hightech-Produktionsstandort für die westlichen Absatzmärkte. Jetzt ist ja Irland nicht nur attraktiv für ausländische Firmen, für ausländische Investoren. Die Wirtschaft ist auch sehr eng verknüpft mit der britischen. Wie kommt Irland mit dem Brexit zurecht, also mit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Gemeinschaft? Ja, Sie haben es angesprochen, natürlich eine traditionell sehr enge Wirtschaftsverflechtung, wo der Brexit und vor allen Dingen auch die Zollgrenze ordentliche Spuren hinterlassen haben. Man muss sagen, es greift deswegen auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Einmal im Bereich der Logistikrouten. Traditionell hat man den Warenverkehr zwischen Kontinentaleuropa und der irischen Insel abgewickelt über die sogenannte Landbrücke über Großbritannien. Das macht man jetzt heute nicht mehr, einfach weil die Zollgrenze diesen Transfer verkompliziert. Auf der anderen Seite müssen sich auch irische Exporte neue Absatzmärkte suchen. Das heißt, man exportiert weniger in Richtung UK, mehr in Richtung Kontinentaleuropa. Und auf der anderen Seite haben es auch britische Exporteure schwieriger, den irischen Markt zu beliefern, weil die Zollgrenze im Grunde ihre Wettbewerbsfähigkeit einschränkt. Der große Vorteil für deutsche Exporteure ist eben genau diesen Moment jetzt zu nutzen und vielleicht den einen oder anderen Marktanteil der britischen Konkurrenz abzuluxen. In welchen Branchen sehen Sie da besondere Chancen? Also insgesamt muss man sagen, profitieren deutsche Exporteure ganz eindeutig von diesem großen Investitionstrieb, den da ausländische Unternehmen antreiben. Deswegen im Bereich der Maschinen und Ausrüstung bei den vielen Produktionsanlagen, die neu entstehen, gibt es sehr gute Chancen, aber auch im Infrastrukturbau. Irland ist natürlich eine sehr windreiche Insel. Das bedeutet auch gute Chancen im Bereich der Offshore-Windenergie. Jetzt haben Sie ja die Steuervorteile, die Irland bietet, ausführlich geschildert. Es soll ja nun eine weltweite Mindeststeuer für Unternehmen kommen. Wie sehr kann das der irischen Wirtschaft unter Umständen schaden?
Ja, das ist natürlich in gewisser Weise ein Risikofaktor. Auf der anderen Seite ist diese Diskussion um die globale Mindeststeuer keine neue. Und wir sehen auch seit Beginn dieser Diskussion, dass es immer noch große Investitionsbekanntmachungen gibt ausländischer Investoren. Pfizer hat erst im Dezember letzten Jahres bekannt gegeben, über 1 Milliarde Euro nochmal zu investieren in seinen ohnehin schon sehr, sehr großen Produktionsstandort. Da wird die Produktion verdoppelt. Und Intel steckt auch immer noch in einem milliardenschweren in der Produktionsaufrüstung für die Chipherstellung am Standort. Also obwohl es eigentlich guten Grund gäbe, sich das zu überlegen, sind Investoren immer noch sehr zuversichtlich am Standort Irland. Und letztlich geht es wahrscheinlich nicht um die 2,5%, die Irland da an Unternehmensbesteuerung zulegen wird, sondern einfach, dass Irland insgesamt als Produktionsstandort sich einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet hat. Und das wird sich über Nacht nicht verändern. Das klingt fast so, als sei das irische Wirtschaftsmodell ein Selbstläufer. Oder muss Irland um Investoren auch werben? Ja, natürlich muss Irland auch für Investoren werben und Irland ist natürlich auch nicht immun gegen globale Effekte. Man hat sich eben durch ausländische Investoren sehr, sehr abhängig gemacht von solchen, vor allen Dingen aus den USA. Und wir sehen das ja auch bei den Entlassungen in der Digitalwirtschaft, also Meta, Twitter, Google hat auch im Zuge der globalen Stellenkürzungen bekannt gegeben, in Irland 240 Arbeitsplätze zu streichen. Das gibt natürlich Anlass für Sorge. Man muss aber dazu sagen, Google beschäftigt in Irland zum Beispiel insgesamt 5.500 Beschäftigte. Also noch ist diese Entlassungswelle auch relativ gering und dämpft eher den Fachkräftemangel, mit dem sich die Branche ja auch viele Jahre auseinandersetzen musste. Und auch bei der Mindeststeuer ist es so, dass man natürlich jetzt noch viel stärker betonen muss, warum Irland ein attraktiver Standort ist, jenseits dieser 12,5 und dann 15%. Marc Lehnfeld, Experte für Großbritannien und Irland bei GTAI, Germany Trade and Invest. Danke für diese Einblicke in die irische Wirtschaft. Und wenn Sie sich fragen, warum wir gerade heute über Irland sprechen, es ist St. Patrick's Day. Das ist so der höchste Feiertag der Iren, der auch weltweit gefeiert wird. Eigentlich vor allen Dingen die Iren und Irinnen, die im Ausland wohnen, vor allen Dingen in den USA, werden sich heute in Grüngewanden und ganz ordentlich feiern. Es gibt aber auch noch einen weiteren Grund, warum wir über Irland sprechen. Das ist ja in der Diskussion eben auch sehr deutlich geworden. Irland bietet Steuervorteile, die viele andere Länder nicht bieten. Und deshalb will man das ja mit einer globalen Mindeststeuer kontern. Wie da der Stand der Dinge ist, das möchte ich jetzt besprechen mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Schönen guten Tag, Herr Trautvetter. Ja, wie weit ist man bei der globalen Mindeststeuer? In der EU ist man sich ja noch nicht so ganz einig, oder? Schönen guten Morgen erstmal. Tatsächlich soll die globale Mindeststeuer am 01.01.2024 an den Start gehen. Die EU hat dazu schon eine Richtlinie verabschiedet. Und die muss jetzt in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Da erwarten wir im Laufe der nächsten Wochen oder Monate das deutsche Umsetzungsgesetz für diese Richtlinie und für die Mindeststeuer. Und wir sind optimistisch, dass das tatsächlich bis zum 01.01.2024 klappt. Südkorea war eines der ersten Länder, die haben das Gesetz schon verabschiedet und sind im Prinzip bereit, am 01.01.2024 zu starten. Einige andere Länder haben sich auch schon auf den Weg gemacht, aber die EU und Deutschland sind da relativ weit vorne mit dabei und, glaube ich, bereit, das rechtzeitig umzusetzen. Glauben Sie denn, dass diese globale Mindeststeuer ein Erfolgsmodell werden könnte? Olaf Scholz hat 2021 bei der Einigung auf diese Mindeststeuer ja die globale Steuerrevolution ausgerufen. Ich glaube, das ist nur zur Hälfte richtig. Tatsächlich ist die Mindeststeuer ein Erfolgsmodell, eine wichtige Maßnahme, um sich gegen die Steueroasen zu wehren. Und sie wird aus meiner Sicht mit Sicherheit ein Erfolgsmodell, einfach wegen des Mechanismus, der dafür sorgt, dass jedes Land sie national einsetzen kann, ohne auf globale Verständigung angewiesen zu sein. Und im Prinzip, wenn ein Land oder mehrere Länder anfangen, diese Mindeststeuer anzuwenden, dann lohnt es sich am Ende auch für Irland nicht oder für die Bermudas nicht mit 0% Steuern weiterzumachen. Na, wenn irgendwo ein Land in der Welt sagt, alle Gewinne in dein Land verschoben werden, wenn du 0% Steuern nimmst, dann hole ich mir den Rest. Dann lohnt es sich für Irland, dann lohnt es sich für Bermuda tatsächlich nicht, unter dieser Steuer zu bleiben. Deswegen Erfolgsmodell.
Aber das zweite große Problem wird eben durch diese Mindeststeuer noch nicht gelöst. Microsoft, Apple werden jetzt in Irland möglicherweise eben mehr Steuern zahlen, aber die Gewinne aus Deutschland fließen nach wie vor nach Irland und bleiben nicht in Deutschland. Das heißt, das eigentliche Ziel dieser Reform, dass die großen Digitalkonzerne, die großen Konzerne weltweit in Deutschland einen angemessenen Beitrag zu den staatlichen Leistungen im Prinzip, die sie hier in Anspruch nehmen, auch leisten, der wird durch diese Mindeststeuer nicht erfüllt. Ein prominentes Beispiel haben wir in den vergangenen Wochen gesehen. Der Industriegashersteller Linde hat ja schon lange seinen Firmensitz nach Irland verlagert, sich von der deutschen Börse zurückgezogen. Die Aktien werden nur noch in den USA gehandelt. Das heißt, die Gewinne, die der Konzern macht, werden in Irland versteuert. Wie aktiv sind denn deutsche Unternehmen damit, ihre Gewinne ins Ausland zu verlagern? Also so umständlich, wie Linde das gemacht hat, müssen wir es tatsächlich gar nicht machen. Man kann immer noch Gewinne künstlich verschieben. Das heißt, ohne Mitarbeiter, ohne sehr viel Substanz, ohne Fabriken irgendwie woanders ansiedeln zu müssen. Das machen vor allen Dingen die großen US-Konzerne sehr, sehr aggressiv. Aber auch die deutschen Konzerne verschieben einen Teil ihrer Gewinne zum Beispiel in die Handelsgesellschaft in der Schweiz. Das machen die großen Ölkonzerne oder in die Finanzierungsgesellschaft in Irland. Da sind ganz, ganz viele deutsche Konzerne, die da auch eine Finanzierungsgesellschaft haben. Oder in die Patentbox in den Niederlanden oder auch in die deutschen Gewerbesteueroasen wie Monheim. Also die deutschen Konzerne haben fast alle auch immer Tochtergesellschaften in Steueroasen und verschieben einen Teil ihrer Gewinne dorthin. Aber der Teil, den die deutschen Konzerne verschieben, ist meistens deutlich geringer als bei den großen US-Konzernen. Einfach deswegen, weil Deutschland in den letzten Jahren relativ gute Abwehrmaßnahmen gegen diese Gewinnverschiebung schon auf nationaler Ebene beschlossen hat. Und jetzt mit der Mindeststeuer kommt noch eine weitere sehr wirksame Abwehrmaßnahme hinzu. Und dann, denke ich, haben wir es geschafft, zumindest für die deutschen Konzerne relativ gut gegen Gewinnverschiebung vorzugehen. Wird es denn weiterhin Steueroasen geben, Steuerschlupflöcher, oder ist das mit der globalen Mindeststeuer erledigt? Die globale Mindeststeuer beträgt ja 15%. Der Steuersatz in der EU und in den OECD-Staaten beträgt im Durchschnitt 25%. Das heißt, es gibt immer noch einen Anreiz, Gewinne zu verschieben. Und auch diese Mindeststeuer hat noch eine ganze Reihe Lücken, die dafür sorgt, dass am Ende möglicherweise auch der ein oder andere Euro noch mit weniger als 15% in den Steueroasen versteuert werden kann. Also es lohnt sich nach wie vor, Gewinne zu verschieben. Die Mindeststeuer ist noch zu niedrig, um die Steueroasen komplett aus dem Geschäft zu drängen. Aber was es auf jeden Fall nicht mehr geben wird, sind Länder, die komplett 0% Steuern verlangen. Weil das macht keinen Sinn mehr, wenn dann einfach ein anderes Land sich diese Steuer zurückholt. Christoph Trautvetter war das vom Netzwerk Steuergerechtigkeit zur globalen Mindeststeuer. Vielen Dank für diese Einblicke in das weltweite Steuersystem. Ja, und wir weiten noch mal den Blick und schauen uns die Wirtschaft insgesamt an und die Börsen, wie die denn im Angesicht der Banken in Turbulenzen mit den Kursen allgemein umgegangen sind. Und da fällt der Blick als erstes in die USA. Die Rettung der First Republic Bank hat doch hier für Begeisterung gesorgt. Technologiebörse Nasdaq 2,5% plus, Dow Jones 1,2% plus, der S&P 500 mit 1,8% plus. Die Pluszeichen dominieren auch im asiatischen Raum. Eine Ratingagentur hat gesagt, dass die Banken im Asien-Pazifik-Raum stabil seien. Das ist in diesen Zeiten schon eher beruhigend und macht sich auch in den Kursen bemerkbar. In Shanghai mit leichten Kursgewinnen, in Hongkong geht es etwas stärker bergauf mit 1,6% plus. Und an der Tokyota-Börse, da geht es in Richtung Wochenschluss um 1,2% in den positiven Bereich. Ja, und was macht man an der Börse hier in Frankfurt daraus? Es hat ja heftige Turbulenzen, deutliche Abstürze, aber auch deutliche Gegenbewegungen gegeben. Der DAX heute in den ersten Handelsminuten mit einem ganz komfortablen Polster. 184 Pluspunkte sind es bei 15.151 Punkten.
Punkten. Die Turbulenzen rund um die Banken werden uns sicherlich auch im Laufe des weiteren Tages und über das Wochenende hinaus beschäftigen. Nach diesem Wochenende begrüßt Sie an dieser Stelle hier mein Kollege Sameh Ibrahim. Ihnen noch einen schönen Tag und machen Sie es gut.